Wir gehen nun über zu Ebenenproblemen. In dieser dünnen Platte, die hier skizziert ist, liegt der ebene Spannungszustand mit den eingezeichneten Spannungskomponenten vor. Es soll rechnerisch und mittels dem Mohrschen Spannungskreis die Spannung in einem um 30 Grad im Uhrzeigersinn gedrehten Schnitt für diese Platte bestimmt werden. Und wenn man eben diesen Kreis konstruieren möchte, sieht man da die 60, die 45 und die 30, wobei Zug, also von der Platte weg, positiv bedeutet. Schaut es folgendermaßen aus. Das habe ich versucht, relativ genau zu konstruieren, dass man es rausmessen kann. Man hat in dem Fall jetzt für den Spannungskreis eine Spannung Sigma X vorliegen, die ist 60 MPa, eine Spannung Sigma Y mit minus 45 MPa und eine Schubspannung. Wie konstruiert man dann den Kreis? Na, das Erste ist, man muss einmal die Punkte, die man kennt, halt zeichnen. Sie müssen den Kreis irgendwie einmal durch zwei Punkte darstellen. Und da ist ein Punkt, der Punkt B da heroben, der sich ergibt aus der Spannung Sigma X in die Spannungsachsrichtung horizontal und der Schubspannung Tau XY positiv in die positive Schubspannungsrichtung. Gut, also dann hat man den einen Punkt hier und den anderen Punkt konstruieren wir, indem wir die andere Spannung Sigma Y nehmen, die andere Normalspannungsrichtung und die negative Schubspannung Tau XY. Dann hat man den Punkt da unten. Dann kann man die beiden Punkte natürlich miteinander verbinden und dort, wo die Sigma-Achse geschnitten wird, ist der Mittelpunkt vom Spannungskreis. Und das ist auch die mittlere Normalspannung, Sigma Mittel steht dort. Wir können es rausmessen dann. Der Abstand zwischen der mittleren Normalspannung, also dem Mittelpunkt des Kreises und irgendeinem von den Punkten, muss natürlich der Radius sein. Das ist unser Radius, den wir letztes Mal ausgerechnet haben. Und dann kann man den Kreis mit dem Zirkel ziehen. Ich habe ihn da tatsächlich mit dem Zirkel gezogen, aber dann mit der freien Hand rot nachgemalt. Und aus dem Kreis kann man dann alles Mögliche rauslesen. Nämlich einerseits der Radius, wenn Sie das darauf projizieren, ist die maximale Schubspannung für den ebenen Zustand. Weiter rauf können Sie nicht, das sieht man da schlecht, weil das so nahe an der Tauachse liegt. Aber wenn Sie da die horizontale Verbindung rüber machen, dann sehen Sie, der Punkt, der die Tauachse schneidet, ist natürlich weiter unten, weil der Kreis da schon wieder nach unten wandert. Also der Radius selbst, vertikal nach oben gezogen, muss die maximale Schubspannung ergeben. Das kann man rauslesen und man kann diese Komponente da unten ausrechnen, also das Sigma X minus Sigma Y halbe, und kann sich den Radius über den Pythagoras, den Radius da, über den Pythagoras der beiden Katheten da ausrechnen, so wie wir es letztes Mal gemacht haben beim Trägheitskreis. Ich bin dann versprochen, ich erkläre es Ihnen. Die eine Kathete ergibt sich einfach als Sigma X minus Sigma Y halbe. Wenn Sie nämlich darauf das Sigma Y und hier runter das Sigma X projizieren, dann ist die Hälfte davon genau wieder der Mittelpunkt. Kann man probieren, rausmessen. Das muss immer so sein. Und das ist eine Kathete, das heißt, wenn wir die quadrieren und die andere ist die Schubspannung, addiert, ebenfalls quadrieren, Wurzel draus, muss sich natürlich die Hypotenuse ergeben. Und die Hypotenuse ist per Konstruktion der Radius. So haben wir es letztes Mal auch ausgerechnet. Die kann man verwenden, die Formel. Wenn man rausmisst, sieht man hier, 7,5 MPa ist die mittlere Normalspannung und 60 MPa ist die maximale Schubspannung. Wir können es dann nachrechnen mittels der Formeln da. Und der Winkel hier, wenn Sie den Spannungszustand, aus dem man den Kreis konstruiert hat, in den Hauptspannungszustand drehen möchten, dann muss man um den Winkel da drehen. Und der Winkel ist aber zweimal der rechnerische Winkel. Also im Koordinatensystem gedreht ist es das Dreieck, ich zeichne es Ihnen vielleicht sogar ein, das Dreieck, das hier rauf geht. Das ist der Winkel, um den man das Koordinatensystem drehen muss. Kann man natürlich noch weiter drehen,
um diesen gegebenen Winkel Phi A. Da muss man wiederum zweimal Phi A drehen, und zwar gegen einen Uhrzeigersinn, weil wir wollen ja zusätzlich drehen. Im Uhrzeigersinn hätten wir zurückgedreht in die Hauptlage und dann drüber hinaus eventuell. Aber wir wollen den zusätzlich haben. Und dann kann man ablesen, was ist dann in dem anderen Koordinatensystem, das noch einmal gedreht ist um den Winkel Phi A, wie schauen dann die zugehörigen Sigma Xi, das entspricht dem Sigma X im anderen System, und Sigma Eta, das würde dem Sigma Y entsprechen. Wie schaut das dann aus? Kann man auch wieder rausmessen, ist sehr nahe an der maximalen Schubspannungslage, aber Sie sehen, man kann es trotzdem, wenn man es genau genug zeichnet und misst, mit 7,8 und 7,2 Megapascal rausmessen und dann ja im Endeffekt nachrechnen mit den Formeln, die wir letztes Mal gehabt haben.